Oh mein Gott. Willkommen bei Jamie Rose. Ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Aktuell bin ich in Griechenland auf Kos. Vielleicht habt ihr das schon im Teil 1 des Vlogs gesehen. Hier beginnt Teil 2. Und zwar sind wir insgesamt 4 Tage hier auf Kos und 2 sind schon rum. Das heißt, die Hälfte ist vorbei und die nächsten 2 Tage werden wir jetzt nochmal richtig nutzen. In den ersten Tagen waren wir eher im Osten der Insel, also eher Richtung Kos-Stadt. Und jetzt in den nächsten Tagen werden wir eher den Westen der Insel erkunden, damit wir alles mal so ein bisschen gesehen haben. Und heute geht's nach Kefalos. Das ist ein Ort im Westen der Insel, der sehr, sehr viele schöne Strände zu bieten hat. Und darauf freue ich mich so sehr. Aber jetzt geht's erstmal zum Frühstück. Would you like some coffee? Save your breakfast? Und zum Frühstück gibt's wie im letzten Vlog auch Kartoffeln zusammen mit gegrillter Tomate. Und dann noch Champignons mit Bohnen und Tomatensauce und leckeres Brot. Und zu trinken gibt's Kirschsaft, wobei ich sagen muss, dass die Säfte hier eher so wie Sirup mit Wasser schmecken. Aber wir sind froh, überhaupt was Veganes bekommen zu haben. Ich glaube, ich habe euch noch gar nicht den Pool von unserem Hotel gezeigt. Allerdings waren wir da auch noch gar nicht drin. Aber guckt mal. So was hätte man echt gerne zu Hause. Oh, wie schön. Und vor allen Dingen 1,50 Meter tief. Also ich kann sogar noch mit der Nasenspitze rausgucken bei meiner Größe. Ich bin 1,60. So, jetzt haben wir lecker gefrühstückt und werden uns gleich auf den Roller schwingen Richtung Kefalos. Das ist übrigens mein Outfit of the Day. Heute ein Rüschenkleidchen mit den griechischen Farben Blau und Weiß. Und ich bin mal gespannt, wie das jetzt so auf dem Roller gehen wird mit dem Kleidchen. Aber ich werde es schon irgendwie hinkriegen. Los geht's. Let's get it started. Ha. Let's get it started. Bruh. Bluebird 100 ist wieder am Start. Wir müssen tanken? Oh nee. Na dann mal los. Pack deine Sachen ein, denn wir zwei ziehen jetzt los. Willkommen. Dann sag ich wieder und wieder, du bist einfach ganz vollkommen. Also sei dabei von rum bis. Wow Leute, also wenn das mal kein Paradies ist. Wir sind jetzt in Kefalos angekommen und der Ort ist bekannt für seine wunderschönen Strände. Und wie man sieht, wurde in den Reiseführern auf jeden Fall nicht zu viel versprochen. Wir werden jetzt mal runter zum Wasser gehen. Leute, richtig coole Nummer. Wir haben jetzt gerade entdeckt, es gibt hier einen Strandabschnitt, bei dem direkt eine Insel angrenzt, zu der man rüberschwimmen kann, die also nicht so weit weg ist. Mal gucken, wie gut unsere Schwimmskills sind. Ich bin nicht so der beste Schwimmer, muss ich zugeben. Also ich halte nicht so lange durch. Und ich zeige euch das jetzt mal. Guckt mal, hier ist der Strand und da drüben ist die Insel, zu der man rüberschwimmen kann. Und das werden wir jetzt auch machen. Bist du bereit? Yep. Eine Stunde später. Wir haben es geschafft und sind tatsächlich bis zur anderen Insel rüber geschwommen. Es ist tatsächlich weiter, als man gedacht hätte. Es sieht immer so nah dran aus, aber wenn man dann da ist, dann ist es doch irgendwie viel, viel weiter weg. Und bei mir ist es so, ich habe eine ziemliche Phobie vorm Wasser, also nicht vor dem Schwimmen an sich, so vor diesem Unbekannten unter mir. Ich bin dann ungefähr zur Hälfte geschwommen und habe dann eine komplette Panikattacke bekommen und dachte mir, nee, du bist hier im Urlaub und willst jetzt drüber zu dieser Insel und du willst außerdem auch deine Ängste überwinden. Da habe ich gesagt, komm Chris, wir versuchen es jetzt nochmal. Tränchen werden getrocknet und wir haben es tatsächlich geschafft. Und hinterher ist man jetzt auch stolz auf sich, dass man es gemacht hat und es hat sich auch echt gelohnt. Der Blick von diesem Berg oben war so toll.
falls ihr mal nach Kos kommt, dann macht es und schwimmt rüber zu dieser Insel. So, wir sind wieder im Hotelzimmer und ich habe mich erstmal von diesen Panda-Augen befreit. Und ich habe nochmal das Outfit gewechselt, einen Wickelrock in den griechischen Farben und einen Crop-Top in weiß. Wir werden jetzt noch was essen gehen. Wahrscheinlich wird es mal wieder eine Pita mit Falafel, wie die letzten Tage auch. Aber es passt, es ist lecker, es ist vegan. Ich finde diese kleine Seitengasse hier so niedlich. Wir werden jetzt auf jeden Fall noch ein Spiel holen. Wir suchen noch ein Kartenspiel, weil wir beide gerne Uno spielen und das heute Abend gerne auf dem Balkon machen möchten. Mal gucken, wer gewinnt. Welches Uno-Spiel nehmen wir? Ninja Go, Frozen, Batman, was ist das? Spider-Man oder Disney, Snow White. Wähl du aus. Paw Patrol. Habe ich auch mal einen TikTok zugemacht. Finde ich geil. Find ich geiler. Ja? Ja? Old school. Was ist das? Mickey Maus, Wunderhaus, kommt er rein, wir laden euch ein. Was hast du da Schönes? Wassermeloneneis. Oh, lecker. Da hab ich Lust drauf. Alles aus Olivenholz gemacht. Das hört sich so schön an. Wow, Leute, gebt euch mal diesen Sonnenuntergang. Ich glaube, schöner kann es nicht sein. Meine Kamera kann es gar nicht so einfangen, so schön, wie es in echt eigentlich ist. Der Ort hier heißt übrigens Zia. Und hier könnt ihr den besten Sonnenuntergang. Aber offensichtlich sind wir nicht die Einzigen, die heute vorhatten. Wir sind echt richtig rot sonnenverbrannt. Wir sind nicht die Einzigen, die sich hier heute diesen Sonnenuntergang angucken wollten. Hier ist was los, Leute. Wir hatten richtig Glück, dass wir den Platz hier noch bekommen haben. Also wenn ihr mal herkommt, seid rechtzeitig da. Leute, ich trinke hier gerade zum ersten Mal Zimtsaft und es ist so was von lecker. Es schmeckt ein bisschen nach Weihnachten, habe aber trotzdem einen sommerlichen Geschmack mit drin. Also probiert es unbedingt mal aus. Zimtsaft. Und wir beenden den Abend mit lokalen griechischen Oliven. Brot, das übrigens sehr frisch und warm ist. Lecker. Und Wein. Heute ist Abreisetag. Der Urlaub ist schon wieder vorbei. Wie es immer so ist, war es wirklich viel zu kurz. Das ist noch mein Abreiseoutfit, Shorts in weiß und ein braunes Crop Top. Und jetzt werde ich mich nochmal von dieser Aussicht verabschieden. Von genau dieser. Ihr wisst vielleicht vom anderen Vlog, dass wir ein Zimmer mit Meerblick gebucht haben und wir direkt auf einen Beton gucken. Aber für uns war es wirklich nicht so schlimm, weil wir kaum auf dem Zimmer waren. Wir waren hier echt nur zum Schlafen und dafür war es vollkommen in Ordnung. Tschüss, Hotelzimmer! Da wir aber noch ein bisschen Zeit haben, bis wir abfliegen, nutzen wir jetzt noch die paar Stunden und werden uns noch zwei schöne Sachen ansehen. Also kommt mit! So, wir sind jetzt in der Geisterstadt oder dem Geisterdorf Kalliopili. Oh, das sieht echt krass aus. Ich bin so außer Atem, Leute. Ich musste gerade den ganzen Berg hoch. Also wie die Menschen das früher vor Jahrhunderten geschafft haben, mit ihrer Rüstung hier hoch zu latschen. Respekt. Wow, also das ist meine Aussicht. Zwei Bergziegen. Hallo. Oh, die kommt runter jetzt extra. Oh mein Gott. Mein Reich. Ihr Lieben, wir sind hier ein bisschen mit dem Roller rumgefahren und haben jetzt ein Salzsee entdeckt. Sieht richtig cool aus. So verrückt, man kann hier echt drauf laufen. Ein bisschen Angst habe ich, dass wir hier gleich einbrechen werden. Aber es sieht wirklich aus wie auf so einem anderen Planeten. Und hier sind Fußabdrücke, das heißt, hier waren schon andere Menschen. 2 Stunden später. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen an Bord Ihres Ryanair-Fluges zurück nach Berlin. Mein Name ist Zimmer, ich bin der Kapitän. Auch im Namen meines Kollegen Herrn Shapira darf ich Sie ganz herzlich begrüßen. Hier ist mal sorry für die leichte Verspätung. Wir müssen eine Beule hinten dokumentieren. Wir hatten eine Beule hinten am Flieger, das musste technisch dokumentiert werden. Wir geben jetzt Gas, wir brauchen 2 Stunden 45. Das Wetter in Berlin ist auch schön. Uns erwartet ein schöner Sommerabend um die 24 Grad. Ich melde mich unterwegs mal als erstes mit wem. Ich wünsche uns einen guten Flug. 3 Stunden später.
Wir sind wieder zurück in Berlin. Wir sind gut gelandet, trotz der Beule am Flugzeug. Das war auf jeden Fall der Schock meines Lebens. Ich hoffe sehr, euch hat dieses Video gefallen. Wenn es so ist, dann lasst einen Daumen nach oben da, kommentiert und abonniert diesen Kanal. Und falls ihr Teil 1 noch nicht gesehen habt, dann geht jetzt zu Teil 1. Bis zum nächsten Mal, eure Jamie Roseanne.